Wie gerade, wie warum? Welche haben wir wie gefunden? Ah, da sind die. Sehen auch so aus. Sorry. Pass auf, sonst stirbst du. Der eine war auf dem Schiff. Wir haben von dem erfahren. Ich überlege gerade. Ich weiß es nicht. Was macht ihr da vorne alle? Lass mich mal kurz die folgen, damit sie mir angezeigt werden spontan. Der. Kämpfen die bereits? Die kämpfen generell alles gerade. War ja erbärmlich, was für eine Flotte. Die kommt natürlich auch wieder an. Was für eine Flotte. Mehrere Quests angenommen, okay, passiert. Da wir gerade hier sind. Brems. Poseidons Zorn. Ah, das hier ist Poseidons Zorn. Lass mich aufsteigen oder bin ich im Kampf? Bin ich im Kampf? Fickt euch! Bin ich im Kampf? Womit denn? Nichts jagt mich. Oh, ich kann kotzen. Mit wem oder was? Bist du etwa? Wir haben uns nie angegriffen, du Stück Scheiße. Meine Fresse. Jetzt wurdest du zum Ziel. Das war ein perfekter Schuss. Davon erholen sie sich nicht. Wir müssen erneut schießen. Ich werde sie Barnabas geben. Ja, gut, bitte mal. Geh weg. Ich bin auch neugierig. Aber wenn wir näher kommen, wird es gefährlich. Das ist ein Söldner. Mir auch so egal. Noch ein Söldner. Ich glaube, ich sollte euch einfach mal bezahlen, um mich loszuwerden. Nee. Nehmen wir es einfach nicht hin. Ich will jetzt nicht wissen, was hier unter Wasser ist. Ein Rat, Kapitän. An deiner Stelle würde ich mich nicht nähern. Na, rammt mich nicht? Okay, dann ist das halt. Was ist hier alles los? Sie werden uns treffen! Ja, wir haben ihn getroffen! Hey, versucht uns zu klammern! Ja.
die Meere! Kapitän, nicht mehr an Deck! Meine Fresse. So eine Zeitverschwendung mit euch jedes Mal. Ja. Wie viele Sachen gibt es hier? Und wie viele dieser Schätze sind jetzt von... Oh Gott, in den Schiffen. Ach, soll's. Drei Schätze sind von hier, okay. Scheiße, ey. Ach, mein Gott. Nein. Adler Galionsdebüt. Naja. Von dem Ding ist. Was ist das eigentlich? Ein greifartiges Viech? Naja. Oh, noch ein Schiff verhauen, ne? Oh. Yay. Mehr Holz. Bist du vor mir irgendwo? Okay, ja. Hoffentlich. Da ist eine komische Flagge, das müsste da was von sein. Vielleicht. Ich bin fast wieder zu Hause. Ach du, das spartanische Schiff. Okay, stirb. Ihr brennt euch jetzt schlecht, wa? Aus den Augen, Leute! So, was denn? Oh, Flammenwerfer. Einfach so? Adrastaya ist nun mit dem Flammenwerfer auf der Bug ausgerüstet. Halte Blub gedrückt, um meinen Gegner auf Kosten von Feuerkraft Feuerschaden zu töten. Okay. Ernsthaft? Kein Gespräch mit ihm oder sowas. Kein, jo, ich kann das bauen, gib mir einen Tag Zeit. Okay. Und jeder kennt das Ding wahrscheinlich von irgendwelchen Bildern her. Ah. Gut, aber gerade im Menü sind hier ein Adler. Kann ich besser aus. Nimm ich wieder mein Vogeldings, dann passt das zum Adler. Ich glaube, ich habe nicht genug Materialien dabei, ist es halt, oder? Was kostet der letzte? Nichts? Okay, cool. So, hat gereicht. Ich bin es gewohnt von den Dingen, dass das letzte 60, 70, 180.000, keine Ahnung, Punkte kostet. Na gut. Was gibt es denn noch? Wir gehen ihn nochmal treffen. Sirius. Ich schaue mir das noch an, fertig. Binde und töte Arthos im Bestienrufer. Der Söldner. Hä? Wo kommt der denn her im Moment? Kommt mir so sinnlos vor. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der andere Orden sozusagen was mit Jagd zu tun hätte. Deswegen der hier so komisch vorkommt gerade. I don't know.
Baby? Du bist, weh, du bist jetzt weg. Du bist noch hier in der Gegend. Da sind sie. Ich habe keine Ahnung, was das mit dir zu tun hat, aber ich soll dich umbringen. Mein oben in Makedonien, da hatte der irgendwie einen storytechnischen Sinn. Aber hier, okay, keine Ahnung. Hey du. Schreck du dich an. Dieser Söldner wurde vom Orkan geschickt. Er wird nicht der Letzte gewesen sein. Das kann schon sein, aber trotzdem sehe ich keinen Grund, warum. Hat ja noch weniger Zusammenhang als alles anderes. Auch zu dir. So, ich frage mich, was danach noch kommt. Na, nicht drüber nachdenken. Einfach auf mich zukommen lassen. Da wäre jetzt alles hier. Hätte Vater sie fast getötet. Hätte ich sie nicht aufgehalten. Im Ernst? Was glaubst du, wer gewonnen hätte? Ich kann schon auf mich aufpassen. Gut, alle sind da. Wir haben alles vorbereitet. Und nun bringen wir die Gestrandeten aus Achaea. Der Orkan will den Odem der Chimera in der Skylla anbringen lassen. Aber wir haben den Odem der Chimera. Der Orkan wird gar nicht wissen, wie ihr geschieht. Klingt beides so mega. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Wird schon. Jetzt geht es an die Umsetzung. Wir überrumpeln den Orkan. Barnabas und ich greifen vom Meer aus an. Um alle von der Küste wegzubekommen, müssen wir die Skylla mit dem Odem der Chimera außer Gefecht setzen. Die Handelsschiffe? Die Ablenkung sollte ihnen Zeit zur Flucht verschaffen. Natakas und ich sorgen dafür, dass alle an Bord der Schiffe sind. Das ist unsere Chance, Achaea zu verlassen. Lasst mich in Ruhe. Dareios hat recht, geht Natakas. Einfach. Ihr solltet auf diesen Schiffen sein. Ihr beide, das ist euer Weg hier raus. Was meinst du, Natakas? Es ist die Chance. Ihr müsst sie nutzen. Werden wir. Bis dahin brauchen wir einen Unterschlupf. Irgendwo, wo niemand Verdacht schöpft. Ich kenne da einen Ort. Ein Haus auf dem Hügel bei Dime. Na komm. Gehen wir gleich dorthin. Oh Gott. Meine Fresse. Sieh dir dieses Haus an. Es gehörte einem Freund von mir. Er wollte Achaea verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Ich muss die anderen vorbereiten. Wir sehen uns bald. Dieser Ort hat etwas an sich. Ist nichts Besonderes. Ich mag ihn. Er ist friedlich. Schade, dass wir nicht bleiben. Sieht ungefähr aus wie das Haus, was ich bei mir auf der Haupt- in meiner Startinsel hatte, oder? Oh. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon. Wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Was hast du getan? Lass das! So bin ich aufgewachsen.
Aber im Ernst, dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Oh. Wir sind uns begegnet. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Malaka. Malaka. Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann machen wir das Beste draus. Ich sollte Dareios und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Oh, noch ein Lag. Was ist denn los? Ja, mein Computer oder das Spiel mag den Typ wohl so sehr nicht. Es versucht zu crashen. Ach Gott, diese aufgezwungene Scheiße hier. Ich meine, ich hüpfe mit jedem ins Bett. Problemlos in dem Spiel hier. Aber aus eigener Entscheidung. Und die habe ich hier nicht. Deswegen hasse ich das so sehr. Und der Typ ist ein Vollidiot immer noch. Toll. Interessant, das ist das Haus hier. Dann hüpfen wir wieder unter. Yay. Ist es mehr Stroh als vorher? Oder ist es mehr? Sieht nach mehr aus. Ich hoffe, es ist mehr. Das würde cool sein. Was hat der Typ hier angesprochen gehabt? Er sollte mehr Stroh auslegen, weil da immer wieder Leute runterhüpfen. Und immer wieder. Naja. Zeit. Hab, hab, hab. So, seid ihr danach wirklich weg? Bitte seid danach wirklich weg. Sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Ich bin eine Söldnerin. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Schiffsführerin! Einen Moment! Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Nein. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht, worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein! Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Na klar, easy. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra.
Ich muss schnell zur Adrastea. Ruhe vor dem Sturm. Wir haben doch schon vor einer halben Stunde erst 10 oder 20 Schiffe gefühlt versenkt von euch. Neue Quest, Schlund des Leviathan. Okay, cool. Ziemlich hoch. Da kommen sie! Schiffsführerin, der Odem der Chimäre ist bereit und wartet auf meine Befehle. Danke, Barnabas. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Guten Tag, ich komme. Macht halt Feuer, ganz klar. Ja. Aber kein Hauptschiff dabei. Schiffsführerin, noch ein Schiff! Was für ein Monsterschiff! Sie ist da drauf. Der Orkan Fehler. Sie ist auf diesem Schiff. Wenn nicht, will ich es wieder. Okay. Alles gut? Schauen, wer hier ist. Kann ich etwas tun? Brauchst du... Naja, bin ich ihn zumindest los. Ich brauche gar nichts. Orkan, es muss niemand mehr sterben. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Fila!
Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorges gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Hey, Größenwahn. Du bist nicht mehr zu retten. Du bist Amorges Marionette. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein. Ich bestimme über mein Schicksal. Ich bestimme über meine Zukunft. Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Ach, meine Fresse. Sind wir lieb heute, I guess. Sie brauchen, wir versuchen es zumindest. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Das war dumm. Mate! Ach Gott, war das hier los. Du bist meine Tochter, Fila. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Natürlich, klar. Das ist deine Schuld, Adlerfrau. Deine Schuld! Wenn du meinst. Tilge dich vom Antlitz dieser Welt! Stell dich! Endlich eine Fucking Ares-Schrei. Na, wie lange läuft es denn noch, wollte ich gerade sagen. Ja. Auch wieder Zwangstötung. Ich habe dich extra nicht getötet, aber ich habe keine Wahl. Ach, such a pity. Deinen Auftrag, Orkan. Es ist Amorges Wille. Wir sind nicht deine Feinde, Fila. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe. Bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Du bist meine Tochter, Fila. Ich war doch immer so. Cassandra. Menschen wie uns
gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Wenigstens sind sie jetzt vereint. Toll, das bringt denn auch nichts mehr. Wieso erinnert mich dieser Endshot an Far Cry 3? Dareos und Natakas brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Muss ich? Okay. Ach, das Ding war das. Gucken. Zu großer Griff. Unrealistisch. Sie kann es nicht behalten. Neuer Griff. Heil. Dareos und Natakas sollten jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihnen nicht mehr schaden. Doch was? Sie können endlich fort. Es ist besser. Hey, die griechische Welt kann dir nichts mehr tun. Wer vom Wolf getötet. Sehr gut. Ach komm. Mein Gott, seid ihr hirnlose NPCs. Komm, komm aus dem Kampf. Reden mit mir. Verdammt. Hey. Meine Fresse. Ist doof. Martha, wir können endlich nach Hause gehen. Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben, ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Nee. Ich bin wie du, Dareos. Ich kann nie lange still sitzen. Das Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nie. Cassandra. Dareos. Das ist also der Abschied. Das ist er. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich habe dir einen Brief geschrieben, um das Unausgesprochene festzuhalten. Er ist im Haus in Dieme.
Such nach dem Wein. Tu ich doch immer. Oh Gott. Autsch. Das stimmt in Griechenland, dass ja jeder ein Alkoholiker, oder? Mein Gott, lass mich endlich gehen. Werd fertig. Natakas und Darius sind fort und ich... Warum habe ich denn nichts gesagt? Weil das Spiel mir als Spieler lieber bisher immer die Entscheidung gelassen hat, außer an diesem fucking DLC. Wieder allein. Ich hätte auch schnell reisen können. Na komm, vielleicht redet sie ja noch weiter. Oh oh. Was heißt eigentlich allein? Seht doch ihr Schiff und die ganzen Leute, die da drauf sind. Gefühlte, weiß ja nicht, 4 oder 5 Personen, mit denen sie eigentlich zusammen ist. Von wegen allein. Darius und Natakas sollten jetzt in Sicherheit sein. Natakas hat im Haus in Dime einen Brief für mich hinterlassen. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn schon lesen kann. Meine Fresse. Es nervt so richtig irgendwie. Diese aufgezwungene Beziehung, wenn man das so nennen kann. Ich hab Odessa noch auf dem Schiff, meine erste, ja. Das wäre viel interessanter. Man endlich voll in die Story mit einbauen können. Sie, die auf Abenteuerreise gehen will und so weiter. War mit mir auf Abenteuerreise. Es ist so still. Alter. Hier wurde dieser Ort von Gelächter erfüllt. Natakas Brief. Oh Gott. Letzte Worte. Na dann. Cassandra, wir sind uns in einem gefährlichen Abschnitt meines Lebens begegnet. Unsere Schicksale sind verschieden, aber ich bin froh, dass sie, wenn auch nur kurz, verbunden waren. Es macht mich traurig, dass diese Verbindung sich nun auch wieder löst. Ich wünsche dir nur das Allerbeste für alles, was kommen mag. Ich weiß, dass mein Vater ebenso fühlt. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe schon seit sehr langer Zeit keine so tiefe Freundschaft mehr empfunden wie zu dir. Vielleicht sogar mehr als das. Ich habe Angst, dass ich nie wieder so tief werde empfinden können, aber naja, wenigstens gibt es Wein. Natakas. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben.
ob Dareios die ganze Nacht Wache gehalten hat? Ich sage ihm lieber guten Morgen. Ach, das zieht sich aber auch noch. Meine Fresse. Letzte Worte, ich denke mal, das war das Ding auf unserem Tisch, oder? Scheiße. Letzte Worte. Ja, das war das auf dem Tisch. Gott. Ich hoffe, die ziehen mich automatisch wieder an, noch gleich. Was weiß ich denn, was ich gerade an noch fragen, aber alles, was gravierend ist. Ja. Also, was geht. Du schläfst wirklich nie, oder? Der sanfte Kuss der Brise, der Duft der See. Warum sollte ich schlafen? Dann würde ich das verpassen. Ich würde all das verpassen. Der hungrigste Krieger der griechischen Welt hat wieder unsere Milch- und Brotvorräte geplündert. Okay. Schon wieder? Ich hatte sie erst diese Woche aufgefüllt. Sein Appetit wird uns noch alle verschlingen. Dann eben mehr Milch und Brot. Ich gehe das Übliche kaufen. Eher das Doppelte. Ach so. Ich hätte die hier dem Händler geben sollen, aber ich war abgelenkt von... Das geht vielen mit ihm so. Ich gebe das hier für uns ab und kaufe die doppelte Ration. Auf der Agora sollte schon alles aufhaben. Ich bin bald wieder da. Milch und Brot kommt sofort. Cassandra, wie geht es meiner treuesten Kundin? Ich bin müde, hungrig und müde. Ha, mir ging es genauso. Genieß die ersten Jahre. Werde ich. Tue ich. Wie dem auch sei. Hier ist, was Dareios dir schuldet. Wir brauchen das Doppelte vom Üblichen. Milch und Brot, bitte. Ah, wegen des Brots. Mir ist der Weizen ausgegangen. Ich hätte welchen vom Bauern die Straße runterholen sollen. Vielleicht könntest du mir aushelfen? Für meinen liebsten Händler tue ich alles. Vielen Dank, Cassandra. Ich bin bald wieder vom Bauernhof zurück. Er ist nicht weit. Meine Fresse, das zieht sich so lange. Der Weizenhof ist nicht weit. Das wird schnell gehen. Früh genug. Er ist stur. Ich soll den Weizen für den Händler holen. Ausgezeichnet. Er ist gleich da beim Zaun. Fisch, Cassandra? Oh, nein, danke. Oh. Wie kann sein Fisch so alt sein? Wir leben am Meer. Hier bitte, dein Weizen. Ich backe gleich das Brot. Ich kann meine treueste Kundin doch nicht warten lassen. Dann back mal eben. 5 Minuten, ne? Wait. Hab ich doch gewartet. Oh. Hier bitte. Brot frisch aus dem Ofen und Milch frisch von der Ziege. Du wirst mich schneller wiedersehen, als mir lieb ist. Das wird nicht lange vorhalten. Manchmal denke ich, nur Elpidios hält mein gesamtes Geschäft am Laufen. Das könnte sehr gut sein. Doch, er bezwingt natürlich gerade das Böse. Milch und Brot erledigt. Und jetzt nach Hause. Dem, ein Ort, den selbst eine Söldnerin ihr Zuhause nennen kann. Wer kommt denn da nach Hause?
Wie geht's meinem Elpidios? Wie geht's meinem Sohn? Er braucht seine Mutter. Und sie braucht ihn. Versprich es mir, Cassandra. Das ist unser Leben. Das ist unser Zuhause. Wir sind jetzt eine Familie. Und ich weiß, das war die richtige Entscheidung. Wir müssen nicht mehr fliehen, Natakas. Wir sind zu Hause. Ich beschütze unser Kind. Weißt du, Elpidios, hier ist deine Mutter aufgewachsen. Kefalenia. Gleich da. Aber erst als ich hierher kam und dich traf, fühlte ich mich wirklich zu Hause. Kletter und Fila an jenem Tag am Strand. Sie konnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Es endet immer mit Blut. Meine Familie war so lange auf der Flucht, aber vor manchen Dingen gibt es keinen Entrinnen. Ja. Wir wissen nie, was als nächstes kommt. Wir können nur tun, was wir für das Richtige halten. Und mit den Konsequenzen leben. Dieser Kampf, den wir gegen den Orden führen, dieser Krieg, wird nicht zu meinen Lebzeiten gewonnen werden. Oder zu deinen. Vielleicht war ich töricht, das zu glauben. Aber es ist nicht unser Schicksal, sondern unser Handeln, das uns bestimmt. Unser kleiner Leonidas hat heute sein erstes Wort gesprochen. Und ich hab's nicht gehört? Nicht möglich. Was war's denn? Großpater. Oder hat er nur aufgestoßen? Das ist in seinem Alter schwer zu sagen. Wo ist mein kluger Enkel? Wer ist genau wie Großpater Dareus? Wow, dieser Studio-Sound gerade. Richtig gehört, dass das im Raum aufgenommen wurde. Wow. Dex Balk. Gibt es etwas Schöneres als das? Ein einfaches Leben. Sendet eine Nachricht nach Persien. Schickt die Flotte. Schickt alle. Wie du befiehlst, Amorgis. Wir werden uns bald wiedersehen, alter Freund. Ein Brief von Dareus. Er hält eine Feierlichkeit in Dime ab. Das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Alter. Brief von Dareus, Cassandra. Gut. Wir beide tun alles, um unser neues Leben und Zuhause geheim zu halten. Aber wir müssen mehr tun, um zu überleben. In letzter Zeit treiben sich immer wieder Eber in Dime herum, die nach Essen suchen. Die Bewohner könnten eine Söldnerin gebrauchen, die sich ihre annimmt. Kehre nach Hause zurück, wenn du fertig bist. Ich habe eine Feier im Nacht, dass du etwas gehört. Wenn das nicht mal ein ganz offensichtlicher Geh-weg-Grund, damit wir hier die Szenerie verändern können, aka die Leute entfernen. Immer noch Bullshit. Wenn sie angeblich von Anfang an bekannt war, wieso war sie nicht bekannt, Bitch? Anyway. Ah. Immer noch Dingens. Blutlinie. Warte darauf, dass sich sein Vermächtnis fortsetzt. Also hiermit. I guess. Ah. Darf ich viel Bullshit schreien und sagen? Natürlich war die ganze Zeit einer vom Kult hier. Und so weiter und so fort. Ist mein Ding ist wenigstens noch voll. Dankeschön. Nicht du, nicht du. Krieger Schaden.
Träger Schaden. Ach du Scheiße. Irgendwas ist gerade ein bisschen buggy. Kriege alle Chance auf Crit, das müsste die sein. Das ist 100 mal die gleiche. Jäger alle. Schaden bei voller Gesundheit. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Wart ihr das? Kriege alle kritisch. Unten auf dem Kleider und ich bin noch mal durchsehen muss. Na gut. Was sagt denn meine Uhr? Das ist sogar ganz neben uns. Das werde ich später mal sehen. Mal sehen, wie es aussieht. Nicht jetzt sofort.